Was geht ab, Freunde? White Wolf ist am Start und heute begrüße ich euch zu meiner zweiten Folge, meine Sammlung als Wertanlage. Der erste Teil dieser Videoreihe kam relativ gut bei euch an. Dort ging es um meine Pokémon-Karten und wie ich sie als Investition und Wertanlage behandle. Daher geht es heute weiter mit dieser Serie und wir fangen direkt mit meiner Lieblingskonsole an, der Nintendo GameCube. Ich sammle jetzt ungefähr erst seit 2 Jahren für den GameCube und habe dennoch schon einiges an Spielen ranbekommen. Vor allem auch von den Heavy-Hittern und den sehr, sehr teuren Spielen. Was mir jetzt auch in der letzten Zeit aufgefallen ist, auch in Verbindung mit Corona, ist, dass die Spiele sehr stark im Wert gestiegen sind. Nicht mal vor einem halben Jahr waren einige Spiele von denen, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, nicht mal ansatzweise das wert, was sie nun mal jetzt wert sind. Ich werde jetzt als erstes mit euch alle Spiele durchgehen, die ich habe. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Wahrscheinlich genauso interessant wie für mich, denn ich weiß gar nicht, was alles meine Gamecube-Spiele momentan und vor allem auch im Gesamten an Wert haben. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Spiele das sind, aber ihr seht in meinem Regal, dass fast eine ganze Reihe im Moment leer ist. Da stehen normalerweise meine Gamecube-Sachen direkt neben der Nintendo Switch. Ich habe die Spiele jetzt in verschiedene Kategorien vom Wert her eingeordnet. Ich werde das nicht alphabetisch machen, sondern wir fangen mit den günstigsten Gamecube-Spielen an und arbeiten uns dann immer weiter zu den teureren Spielen hin. Als erstes gibt es die Kategorie Sportspiele, die einen Wert bis 5 Euro haben. Ich werde euch auch noch zu jedem Spiel, wo ich es weiß, den Einkaufspreis sagen und wenn ich es noch im Kopf habe, auch wo ich es gekauft habe. Als erstes gibt es hier WWE Day of Reckoning. Das gab es mal sehr, sehr günstig für 3 Euro auf dem Flohmarkt. Das ist noch gar nicht allzu lange her. Ich denke mal, das war so Ende letzten Jahres, wo ich das mal auf dem Flohmarkt gefunden habe. Günstige Gamecube-Spiele auf dem Flohmarkt nehme ich immer gerne mit. Mittlerweile ist das nichts mehr für mich. Habe ich jetzt nur mitgenommen, weil es so günstig war. Weiter geht's mit 2 Klassikern. Damit schließen wir dann auch schon die Sportspiele ab. Ihr werdet auch im Verlauf des Videos merken, dass ich für die Gamecube nur sehr, sehr ausgewählte Titel sammle. Dort kommen nur die Exklusivtitel und die sehr, sehr teuren Titel auch in meine Sammlung. Nun aber 2 Klassiker und das sind 2 Spiele von 3, die ich als Bundle gekauft habe und die dann im Endeffekt meine allerersten Gamecube-Spiele waren. Einmal NBA 2K3 und NBA Live 2003. Ihr wisst ja, ich bin ein riesiger NBA- und Basketball-Fan. Da dürfen diese 2 Spiele auch nicht fehlen. Einmal hier sehr ikonisch mit Allen Iverson auf dem Cover und einmal hier mit Jason Kidd, wo er noch bei den New Jersey Nets war. Sehr schöne Titel, die beide auch eigentlich sogar noch gut spielbar sind. Ich habe in jedes Spiel nochmal reingeschaut, geguckt, ob sie funktionieren und so gemerkt, dass die Spiele auch relativ viel Spaß noch machen. Ich lasse euch auch in jedes Spiel einmal reinschauen. Hier haben wir noch die Anleitung mit dabei und bei NBA Live 2003 leider nicht. Jetzt kommen wir zu den Titeln, die bis 10 Euro wert sind. Als erstes gibt es hier auch einen Klassiker, der jedoch, glaube ich, unter Resident Evil Spielern nicht so beliebt ist. Ich kenne mich da gar nicht mit der Reihe aus, hab's aber mal in einem Lot bekommen, wo ich dann im Endeffekt 3 oder 4 Euro pro Gamecube-Titel bezahlt habe. Auch hier ist die Anleitung mit dabei und sogar beide CDs. Ist immer ganz wichtig hier bei dem Spiel, dass ihr beide CDs habt. Das Spiel Die Hard, stirb langsam Vendetta, habe ich zusammen mit WWE Reckoning, was ich euch gerade gezeigt habe, auf dem Flohmarkt gefunden. Dazu müsste es auch noch das Flohmarkt-Footage geben. Hier ist auch die Anleitung mit dabei. Und das müsste ein klassischer First-Person-Shooter sein. Und wenn ich mich recht entsinne, spielt ihr hier eine Hauptperson, die die originale Synchronstimme von Bruce Willis hat. Ist nicht relativ viel wert, so zwischen 6 und 7 Euro müsste das wert sein. Jetzt kommt ein alter Klassiker, Dragon Ball Z Budokai. Das ist der Vorreiter der Budokai Tenkaichi-Reihe. Und diesen Titel haben wir früher hoch und runter gespielt. Das ist eins meiner Lieblings-Dragon Ball-Spiele nach Budokai Tenkaichi 3. Hier fehlt mir leider die Anleitung und das Cover ist auch ein bisschen ausgeblichen. Das hat einen leichten Wasserschaden. Macht jedoch nichts, das war auch eins meiner allerersten Gamecube-Spiele, die ich mir zugelegt habe. Damals habe ich noch nicht ganz so drauf geachtet, dass es auch ein schöner Zustand ist und dass die Anleitung dabei war. Nevermind. Jetzt ist es bei mir in der Sammlung und es macht tatsächlich auch immer noch Bock, das zu zocken. Vor allem, wenn ihr dann noch einen Kumpel zu Hause habt, mit dem ihr euch schön bei Dragon Ball die Fresse einschlagen könnt. Jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Reihe, die für mich auf jeden Fall ihren Ursprung auch auf dem Gamecube hat. Und zwar rede ich von den Harry Potter-Spielen. Hier haben wir einmal Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Leider in der Player Buyer's Choice Variante. Das habe ich aber auch mal auf dem Flohmarkt gefunden für 8 Euro damals. Ist jetzt kein super teurer Titel, deswegen ist es ja auch in der Kategorie bis 10 Euro. Also ich würde so bei 8 bis 10 Euro auch einreihen vom Wert her. Die Anleitung ist jedoch dabei und für mich sind die Harry Potter Spiele total besonders und vor allem der erste, den ihr später auch noch sehen werdet, der auch ein bisschen teurer ist, der hat es mir wirklich angetan und den habe ich auch wirklich hoch und runter gespielt auf dem Gamecube. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den durchgespielt habe, aber ich war halt ein riesiger oder bin immer noch ein großer Harry Potter Fan, habe damals total gerne die Filme geguckt und die Spiele haben mich einfach gecatcht. Da muss man mal sagen, das sind einfach mal richtig gute Lizenztitel. Da darf schon auch Harry Potter und der Feuerkelch nicht fehlen. Auch ein sehr ikonisches Cover, wie ich finde. Und das gleiche, was ich zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gerade gesagt habe, kann ich zu diesem Spiel sagen. Auch hier ist die Anleitung mit dabei. Die CD ist auch in einem schönen Zustand. Das Spiel ist auch so um die 10 Euro wert. Ich muss einfach nochmal sagen, das Cover gefällt mir hier mega gut einfach. Auch Harry Potter und der Feuerkelch war einer meiner Lieblingsfilme von der Reihe. Nur zu empfehlen, vor allem für den Preis. Jetzt kommen wir zu den Titeln, die schon ein bisschen höher sind im Preis. Wir reden jetzt von 10 bis 20 Euro Spielen. Als allererstes gibt es hier Star Fox Adventures, was auch eine sehr schräge Geschichte hat. Ist ein Exklusivtitel hier für den Gamecube und wenn ich das noch richtig weiß, wurde das Spiel komplett fertig programmiert und fertig gemacht, bis dann am Ende gesagt wurde, Nintendo klatscht da noch ihre EP drauf, womit dann Star Fox noch ins Spiel reingekommen ist. Deswegen wirkt das Spiel relativ unrund und nicht so ganz passend, weil Star Fox da eigentlich gar nicht bei sein sollte. Dennoch ein schöner Titel für die Sammlung. Das Spiel hier ist leider auch ohne Anleitung. Zum nächsten Titel werde ich gar nicht viel sagen. Und zwar geht es um Need for Speed Underground 2, denn ich habe vor 2 oder 3 Pickup-Folgen dieses Spiel gekauft für 12 Euro. Anleitung ist hier mit dabei, alles im schönen Zustand und komplett. Ist ein 10 bis 20 Euro Titel und wer wissen will, was ich von dem Spiel halte, schaut sich einfach mal die letzten Pickup-Folgen an. TimeSplitters 2 ist eins von den Spielen, das ich auch auf den Gamecube gefunden habe und was in den letzten Monaten oder im letzten halben Jahr auf jeden Fall an Wert gesteigert hat. Sprachen lernen. Ich weiß noch ganz genau, dass es mal auf dem Flohmarkt bei einem Händler 3 Spiele für 18 Euro gab, dementsprechend 6 Euro pro Titel und das Spiel war dabei. Mittlerweile geht das ja schon so für 20, mal auch über 20 Euro weg. Könnte auch eine Kategorie höher, aber ich schätze mal den Wert jetzt, den realistischen Wert des Spiels auf 20 Euro. TimeSplitters ist eine Reihe, die es auch schon relativ länger gibt. Es ist ein First-Person-Shooter, der früher auf jeden Fall auch sehr beliebt war. Die Anleitung ist mit dabei und für 6 Euro habe ich hier definitiv einen Schnapper gemacht. Beziehungsweise damals war der Wert so bei dem Spiel bei 8 bis 10 Euro, womit es auf jeden Fall jetzt im Wert gestiegen ist. Das nächste Spiel meiner Sammlung ist ein Klassiker und hat das Metroidvania als First-Person-Shooter, ich würde mal schon fast sagen, gesellschaftsfähig gemacht. Für Nintendo ein relativ untypischer Titel, weil sie solche dunklen Shooter und gruselige Shooter ja eher nicht bringen. Sie wollen ja eher familienfreundliche Spiele auf den Markt bringen. Trotzdem war das ein voller Erfolg für Nintendo und heutzutage gibt es ja immer noch Millionen von Metroid-Fans, die ja immer noch auf ein aktuell neues Spiel warten. Die Anleitung ist hier mit dabei, auch alle Begleitzettel, die dabei sein könnten, sind dabei. Und den Titel würde ich so bei 15 bis 20 Euro einranken. Nicht der teuerste Titel, aber trotzdem schön für die Sammlung. Für zwischendurch finde ich solche Spiele immer relativ angenehm. Ich habe dort auch den aktuellen oder einen der aktuelleren PlayStation 4 Titeln. Und zwar geht es hier um Harvest Moon A Wonderful Life mit einem relativ schönen Cover hier. Eigentlich sollte ja jeder Harvest Moon kennen. Ist auch relativ ähnlich zu Animal Crossing, wie ich immer finde. Ihr habt hier eine Farm und müsst die Farm größer machen, aufbauen, Tiere halten, Futter anbauen, alles mögliche, was dazugehört. Ich habe es damals, glaube ich, für 10 Euro tatsächlich mal gekauft und hat jetzt keinen großen Wertsprung gemacht, aber 15 bis 20 Euro müsst ihr hier auf jeden Fall hinlegen. Hierzu werde ich auch nicht viel sagen, genau wie zu Need for Speed Underground 2, da ich es auch in einem der letzten Pickup-Video vorgestellt habe. In Kurzfassung ist es einfach ein Skateboard-Spiel im Disney-Universum. Ich habe es damals früher mit meinem Kollegen ultra heftig gesuchtet. Dadurch muss es in meiner Sammlung. Ich habe es, glaube ich, für 12, 13 Euro gekauft. Das ist eins dieser Spiele, die ein bisschen seltener ist, aber nicht so wirklich teuer. Ja, ihr kennt ja diese Spiele. Manche sind einfach relativ schwierig komplett zu bekommen. Deswegen ist es hier auch mit der Anleitung. Das Spiel ist halt komplett gar nicht so einfach zu finden. Auf eBay sind nicht immer so viele Angebote eingestellt. Daher bin ich froh, dass ich das letztens mal für 12 Euro bekommen habe. Zum Schluss in der 10 bis 20 Euro Kategorie gibt es hier einmal Disney Sports Skateboarding. Ist auch eher am höheren Ende der Kategorie anzuordnen. Also 20 Euro bis teilweise sogar 25 Euro würde ich sagen. Von diesen Disney Sports Spielen gibt es ja einige. Fußball und ich glaube noch einige andere. Basketball gibt es auf jeden Fall noch. Und in Amerika sind die auf jeden Fall sehr beliebt. Dadurch ist der Preis bei uns auch ein bisschen gestiegen. Das habe ich mal in einem örtlichen An- und Verkauf gefunden für 8 Euro. Leider war jedoch die Anleitung nicht dabei, aber trotzdem relativ schön für die Sammlung. Jetzt wird es auf jeden Fall langsam ernst, meine Freunde. Jetzt kommen wir zu den Spielen zwischen 20 und 50 Euro. Das ist auch mit Abstand der größte Stapel, also kann ich mir ja schon vorstellen, was meine Sammlung im Endeffekt wert sein wird. Ich will es eigentlich gar nicht wissen, weil ich dann auch weiß, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe. Als erstes gibt es hier die Gameboy Player CD, die auch aufgrund von Corona wirklich sehr, sehr teuer geworden ist. Ich habe es von einem Kollegen auf Instagram abgekauft für 22 oder 25 Euro vor ein paar Wochen. Das Ding ist mittlerweile schon fast 40 bis 50 Euro wert. Also hier auf jeden Fall nochmal Danke an dich. Und diese CD braucht ihr, um Gameboy-Spiele auf der Gamecube spielen zu können. Der Adapter fehlt mir leider noch, aber die CD konnte ich so auf jeden Fall auch in meine Sammlung stellen. Eine Anleitung ist da nie bei, soweit ich weiß. Und die CD an sich ist aber trotzdem schon relativ schwer zu finden, also bin ich sehr froh, dass ich das habe. Das allererste Spiel meiner Gamecube-Sammlung, Pokémon Colosseum. Das war auch das Spiel, was mich am meisten damals als Kind geflasht hat. Total geiles Pokémon-Rollenspiel, wo ich mir immer noch frage, warum die heutzutage nicht mehr solche coolen Spin-Offs mal rausbringen könnten. Also Nintendo, haut mal gefälligst hier rein. Das Spiel ist auch aufgrund von Corona und weil Gamecube dann doch immer beliebter wird, schon relativ teuer geworden. Ich habe es damals für 10 Euro mit den beiden NBA-Spielen zusammenbekommen. Damals war die Memory Card von Pokémon Colosseum nicht dabei. Die habe ich jetzt dazu bekommen, habt ihr auch in einem von den Pickup-Videos gesehen. Dafür war die Anleitung mit dabei und das einfach nur totale Nostalgie, wenn ich den Hauptcharakter hier sehe und wenn ich einfach dieses schöne Cover sehe. Nachher wird auch noch ein Pokémon-Rollenspiel kommen für den Gamecube. Das andere Pokémon-Rollenspiel ist dann schon einiges mehr wert, aber das Spiel, das hat sich lange bei unter 20 Euro gehalten, ist mittlerweile aber schon so ein 40-Euro-Titel, ja, sagen wir mal 30 bis 40-Euro-Titel. Jetzt kommen wir zu einem absoluten Klassiker auf dem Gamecube, und zwar Luigi's Mansion. Hierzu werde ich auch gar nicht mehr allzu viel sagen. Zuerst kennt auch absolut jeder dieses Spiel. Ist ein absoluter Klassiker, der momentan auf der Switch auch den dritten Teil bekommen hat. Und zum anderen habe ich es auch in einem im letzten Pickup-Video von meinem Bro Dennis bekommen, weil das Spiel geht so für 40 Euro ungefähr weg, würde ich sagen. Hier ist die Anleitung auch dabei, mit der CD in einem absolut neuwertigen Zustand. Das Spiel habe ich jetzt zweimal in der Sammlung, weil ich es einmal damals schon gekauft habe. Jedoch ist dieser Titel ohne Anleitung, was mich wirklich sehr gestört hat. Daher jetzt zweimal in der Sammlung. Das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ihr ein Spiel doppelt in meiner Sammlung sehen werdet. Von einem Klassiker zum anderen Klassiker. Und zwar habe ich hier Super Mario Sunshine. Mein mit Abstand liebstes 3D Mario. Allein der Soundtrack und diese Watergun, das sind einfach geile Erinnerungen. Und deswegen für mich auf jeden Fall, vielleicht auch aus Nostalgiegründen, aber es ist für mich das beste Mario Spiel. Bei dem Spiel musste es natürlich so sein, dass die Anleitung mit dabei ist und die CD auch in einem Top-Zustand sein musste. Wenn es euch nur ums Zocken geht, dann reicht natürlich auch die CD an sich. Ich will es natürlich sammeln und deswegen hier Super Mario Sunshine in meiner Sammlung, was mittlerweile auch schon in der Black-Level-Variante 40 Euro kosten sollte. Gerade hatten wir Star Fox Adventures. Jetzt kommen wir zum unbekannteren, aber dafür auch selteneren zweiten Teil. Und zwar reden wir hier von Star Fox Assault. Viele kennen wahrscheinlich dieses Spiel gar nicht. Ich kannte es auch eine lange Zeit nicht, obwohl ich Star Fox Adventures gekannt und auch gespielt habe, denn im Vergleich dann schon relativ selten und soll auch auf jeden Fall besser sein als der erste Teil. Ich habe ihn leider nie gespielt, habe ihn aber mal auf eBay Kleinanzeigen für 15 Euro bekommen. Mittlerweile ist das Ding schon fast über 50 Euro wert, ist also stark im Preis gestiegen, obwohl es damals auch schon so 30 bis 40 Euro wert war. Ich hatte da Glück, dass ich mal einen Schnapper gemacht habe. Bei Gamecube-Spielen müsst ihr immer ganz schnell sein, weil die sehr beliebt auf eBay Kleinanzeigen sind. Ich hatte hier Glück und ein wirklich schönes Spiel für meine Sammlung. Bei den drei ikonischsten Gamecube spielen, würde ich wahrscheinlich Mario Sunshine, Luigi's Mansion und Die Hard stirbt lang... Ja, okay, nee, war nicht lustig, oder? No, God, please, no! No! Ja, okay, war mies unlustig, aber für mich ist das dritte und ikonischste Spiel für den Gamecube Super Smash Bros. Melee. Wie viele Stunden wir hier als Jugendliche reingesteckt haben, das war damals nicht mehr feierlich. Alle Kämpfer freischalten, am Ende gegen diese Hand kämpfen, Story-Modus durchspielen, mit dem Baseballschläger den Sandsack so weit schlagen, wie es geht, ist einfach nur ein übelst geiles Spiel. Und das darf in keiner guten Gamecube-Sammlung fehlen. Für mich auch mit Abstand der beste Teil der Reihe. Der Switch-Teil ist auch sehr gut, aber dennoch ist das der beste Super Smash Bros. Teil. Die Anleitung ist mit dabei, aber nicht mehr im allerschönsten Zustand. Das Spiel ist generell leider nicht im allerschönsten Zustand. Ich habe das damals für 20 Euro bei eBay ersteigert, wo der Gamecube-Hype noch nicht so ganz da war. Und mittlerweile muss man da ja schon bis zu 40 Euro dafür hinlegen. Dafür bin ich mir dann irgendwie zu geizig, auch wenn ich den Titel verkaufen könnte und dann mit einem kleinen Aufpreis mir eins im besseren Zustand kaufen könnte. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, aber das Spiel hätte definitiv ein Upgrade verdient und ist eins meiner liebsten Fighting Games aller Zeiten. So, meine Freunde, damit das Video nicht viel zu lange geht, splitte ich dieses Video in zwei Teile. Ihr habt jetzt schon einige Leckerbissen gesehen aus meiner Gamecube-Sammlung. In dem zweiten Teil kommen dann die ganzen Kracher. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Ich würde mich definitiv über eine coole Bewertung freuen, da das Video echt viel Arbeit war und mir auch sehr viel Spaß gemacht hat zu schneiden. Die neue Kamera Kamera gefällt mir echt gut. Um euch Pickups oder Videospiele zu zeigen, ist die einfach nur top. Wir sehen uns also nächste Woche beim zweiten Part meiner GameCube-Sammlung. Bis dahin, Peace.